So, hebt euch jetzt gleich diese Energie auf das, was jetzt gleich kommen wird. Wir reden gleich über das Thema Erfolg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lerne immer gerne von Menschen, die irgendwas erfolgreich vorgemacht haben. Wir haben da draußen eine ganz bunte Welt von Menschen, die viele spannende Ideen in diesen gedanklichen Erfolgstopf hineinpflanzen. Ich gucke immer, haben die was vorzuweisen? Also wenn jemand zum Beispiel über das Thema Neurowissenschaften spricht, ja, wie intensiv hat er sich damit beschäftigt? Wenn jemand über das Thema Unternehmertum spricht, hat er denn schon mal ein Unternehmen groß gemacht? Weißt du denn, mit welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hat? Hat er das vielleicht sogar erfolgreich verkauft? Ist er vielleicht frei geworden dadurch? Hat er Leuten gezeigt entlang des Weges, ach, hier war eine Sackgasse, da geht's weiter, da hat man Erfolg, hat er sich Erfolg erarbeiten müssen? Und manche Menschen kriegen das im Laufe ihres Lebens hin, einen Status der persönlichen Entwicklung erreicht zu haben, dass sie sagen, yo, check, kenne ich, check, habe ich gemacht, check, war schwierig, aber habe ich geschafft. Und das sind dann diejenigen, denen ich total gerne zuhöre. Weil die zeigen uns dann in der Regel eines. Wenn man denen genau zuhört, zeigen die einem, dass man, obwohl man selber nicht sich perfekt findet oder die ein oder anderen Möglichkeiten hat, naja, an sich rumzukritisieren, sie zeigen einem, man kann es besser machen. Man muss nicht immer so sein wie die anderen. Die zeigen einem aber auch immer, dieses bisschen Luft nach oben ist gut in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Denn das zeigt unheimlich viel Potenzial. Und ich freue mich, dass er uns das jetzt zeigt. Hier mit einem Applaus, Stufe 5, ist euer Simon Hofer. Tja, haben Sie schon mal überlegt, warum so viele Menschen auf dieser Welt so wenig besitzen und warum so wenige Menschen auf dieser Welt so viel besitzen? Eine Oxfam-Studie aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass die 42 reichsten Menschen der Welt gleich viel besitzen wie 3,7 Milliarden Menschen. Ey, das ist die halbe Weltbevölkerung. Woher kommen diese Unterschiede? Okay, ein paar Menschen haben große Vermögen geerbt, ja, aber die UBS Wealth Reports, insbesondere der aus dem Jahr 2019, zeigt uns auf, dass 76% der Menschen weltweit, der vermögenden Menschen, ihr Vermögen selbst erarbeitet haben. Und dank Statista wissen wir, unter den 20 Reichsten der Welt befinden sich nur gerade 4 im Moment, die dank einer Erbschaft dahin gelangt sind. Was also macht den großen Unterschied aus zwischen denen, die so viel und denen, die so wenig haben? Das habe ich mich viele Jahre gefragt, insbesondere damals, als ich denen gehörte, die außer vielen Problemen eigentlich nichts hatten. Und ich hatte viele Theorien. Es könnte an den Genen liegen. Erfolgreiche Menschen sind genetisch anders gebaut. Dann habe ich mich mit der Genwissenschaft ein bisschen auseinandergesetzt, herausgefunden, nee, Blödsinn, genetisch sind wir alle praktisch identisch. Und auch dieses so viel berühmte oder oft gehörte Erfolgsgen gibt es da auch nirgends. Habe ich überlegt, was könnte es sonst? Habe ich gesagt, ich weiß es. Es liegt am IQ. Erfolgreiche, reiche Menschen haben einen überdurchschnittlich hohen IQ. Doch dann passiert's. Mir ist es passiert, Ihnen vielleicht auch schon. Man trifft einen erfolgreichen Menschen, denkt sich aber so, ey, ganz ehrlich, also wie du da hingekommen bist, weiß ich nicht, weil der Hellste scheint zu mir nicht zu sein. Ja? Haben Sie, schauen Sie, und wenn Sie das noch nicht gesehen haben, ich habe einen Tipp für Sie. Auf RTL so und so gibt es eine Show, die läuft seit vielen Jahren. Unglaublich erfolgreicher Mann. Luxusautos, Luxusautos, Luxushäuser, Luxus alles. Dann hören Sie sich mal an, was der so von sich gibt. Und dann sind wir uns einig, am IQ liegt es definitiv nicht. Ja? Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt weiß ich es. Es liegt einfach am Glück. Erfolgreiche Menschen hatten einfach Glück. Doch dann habe ich diese Studie gelesen von zwei Brüdern, eine echte Studie. Der eine Bruder, obdachlos, Alkoholiker, auf der Straße gelebt, von allen und allem sich entfremdet. Man fragt ihn, was ist passiert? Wie konntest du so tief fallen? Und er sagt, was willst du? Mein Vater war ein Alkoholiker und ich bin im Heim aufgewachsen. Aber sein Bruder, ein erfolgreicher Geschäftsmann, eine glückliche Familie, von vielen Menschen respektiert und geachtet. Dann fragt man ihn, und wie hast du es da nach oben geschafft? Sagt er, mein Vater war ein Alkoholiker und ich bin im Heim aufgewachsen.
Okay, das hat meine Glückstheorie ziemlich zerschlagen, ja. Es hat mir aber auch gleichzeitig den Weg zum einzig wahren Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Menschen geebnet. Denn es sind nicht die Gene, es ist nicht der IQ, es ist nicht das Glück, nicht mal die Ausbildung macht den großen Unterschied. Das Einzige, was wirklich einen großen Unterschied macht, ist die Art, wie diese Menschen denken. Ganz genau, das Denken macht den Unterschied. Sehen Sie, während der eine der beiden Brüder dachte, ist doch logisch, dass ich auch Alkoholiker werde, wie mein Vater, hat der andere der beiden nicht mal daran gedacht, überhaupt so zu denken. Damit wird das Denken zu einem ganz zentralen Element in unserem Leben und gleichzeitig zu einem großen Problem. Denken Sie, warum Problem? Nun, ich stelle immer wieder fest, wie wenig wir alle über das Denken wissen. Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass ein Mensch jeden Tag 60.000 Gedanken hat, ich dachte, das kann nicht sein, ist aber ein neurowissenschaftlicher Fakt. Ich erinnere mich noch bei einem meiner ersten Besuche an der Neurowissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg in der Schweiz, forderte mich einer der Professoren auf, ihm doch mal das Denken zu erklären. Ich kann nicht sagen, ich habe den angeschaut und ich hatte keine Ahnung, was soll ich sagen. Und so geht es mir heute auch, wenn ich Menschen danach frage, wie denn unser Denken funktioniert. Aber jetzt mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren, so unter uns die Frage, ist es nicht ein bisschen erstaunlich, vielleicht sogar erschreckend, wie wenig wir wissen über etwas, das wir jeden Tag 60.000 Mal tun? Darf man ja mal fragen, oder? Sehen Sie, mit unseren Glaubenssätzen, die wir haben, erzählen wir uns jeden Tag unsere Wahrheit und damit eine Geschichte über uns selbst und die Welt da draußen. Wie wichtig es ist, was für eine Geschichte wir uns erzählen, habe ich in meiner Zeit in den USA erlebt. Ich habe da viele Jahre gelebt und gearbeitet. Und ich habe da einen guten Freund kennengelernt. Wir nennen ihn jetzt mal Steven. Er heißt zwar anders, aber wir nennen ihn Steven, denn er ist ein sehr bekannter und sehr berühmter Medienmann und hat ein Riesenvermögen, gemäß Forbes Magazine. Steven erzählte mir, dass er schon in der Schule wusste, ich bin nicht der Hellste. Haben ihm auch die Lehrer immer wieder gesagt. So kam es, dass er als 23-Jähriger zu Hause auf dem Sofa rumlag, keinen Job hatte, nichts tat. Bis eines Tages sein Vater, ein hart arbeitender Mann, kam und sagte, mein lieber Freund, morgen gehst du dahin zu diesem Unternehmen, hab dir dein Jobinterview besorgt und du wirst da annehmen, was immer die dir anbieten. Steven ging also dahin. Und die sagte ihm gleich zu Beginn, wir machen mit allen Bewerbern einen sogenannten SAT-Test, um zu sehen, wo die Stärken und die Schwächen eines Bewerbers liegen. Ein SAT-Test können Sie im Prinzip vergleichen mit einem IQ-Test. Je höher das Ergebnis, je besser haben Sie abgeschnitten. Steven war nicht wirklich begeistert von diesem Test, aber was blieb ihm übrig? Ein paar Tage später, er bekommt das Ergebnis per Post zugeschickt. Er öffnet den Brief und liest. Jetzt muss man wissen, bei einem SAT-Test können Sie maximal 1600 Punkte erreichen. Der durchschnittlich erreichte Wert liegt bei 1070 Punkten, gilt das gut. Knapp 1% schaffen es über 1500 Punkte, gelten als hochbegabt. Steven, der nicht mal einen Highschool-Abschluss geschafft hatte, erreichte 1540 Punkte, hochbegabt. Steven, fragte seine Mutter, die ihren Sohn kannte, hast du betrogen? Er sagte, nein, Mom, das kannst du nicht bei diesen Tests. Und das stimmt auch. Steven und seine Familie mussten akzeptieren, dass er hochbegabt war. Er bekam ein Uni-Stipendium. An der Uni jetzt erklärten die Lehrer den Eltern nun nicht mehr, dass ihr Sohn nicht der Hellste sei. Nein, nun hieß es, wissen Sie, hochbegabte Menschen ticken anders. Da kann es schon mal sein, dass man die Begabung von diesen Menschen übersieht. Okay, Steven besuchte die Uni, schloss diese ab. Und jetzt wissen wir alle, er wurde sehr erfolgreich. Denken Sie vielleicht, okay, Hofer, schöne Geschichte, aber ja, nein, es ist nicht die Geschichte. 12 Jahre später, Steven ist zu diesem Zeitpunkt unglaublich erfolgreich, 100-facher Millionär, bekommt er Post von der Revisionsstelle des SAT-Boards. Er macht es auf und liest. Lieber Steven, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir periodisch die Ergebnisse all unserer Kandidaten überprüfen. Und wir müssen Ihnen mitteilen, dass in dem Jahr, als Sie den Test gemacht haben, einigen Kandidaten ein falsches Testergebnis zugeschickt wurde. So auch Ihnen.
Ihre Punktzahl beträgt nicht 1540, sie beträgt 790. Steven konnte das zuerst nicht glauben, aber alle Nachfragen beim SAT-Board bestätigten einfach den Fakt, es war so. Aber für den Mann brach zuerst eine Welt zusammen. Er hatte sein Unternehmen, sein ganzes Leben im Glauben aufgebaut, er sei hochbegabt. Er wusste nicht, wie er darauf reagieren sollte. War ja alles da, was er gebaut hatte, alles war da. Er hat mir dann erzählt, dass es unter anderem seine Frau war, die die richtigen Worte für ihn gefunden hat, indem sie sagte, Steven, du bist nicht erfolgreich geworden, weil du geglaubt hast, dass du angeblich hochbegabt bist. Du bist erfolgreich geworden, weil du angefangen hast, irgendwann dich wie ein Hochbegabter zu verhalten. Du hast angefangen, Bücher zu lesen. Du hast angefangen zu lernen. Du hast angefangen, an dich zu glauben. Und ganz besonders hast du angefangen, dir eine andere Geschichte über dich selbst zu erzählen. Das hat dazu geführt, dass sich dein Leben so dramatisch positiv verändert hat. Damit konnte Steven leben und kann das übrigens auch heute noch sehr gut. Wenn wir jetzt aber wissen, dass einige Menschen sich so unglaublich verändern können und andere können das nicht, woran liegt das? Ich habe ja vorher erzählt, genetisch sind wir alle praktisch identisch. Antworten auf diese Fragen habe ich immer wieder in der Neurowissenschaft gefunden. Das Schlüsselwort hier heißt Neuroplastizität. Wenn Sie denken, klingt kompliziert, ist es nicht. Bedeutet nichts anderes, als dass unser Gehirn formbar ist. Und entgegen früherer Annahmen weiß die Wissenschaft heute nicht nur in jungen Jahren, sondern auch noch viel später. Ullmann Lindenberger, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungstechnologie in Berlin, und seine Kollegen sind sogar überzeugt, dass unser Gehirn bis ins hohe Alter, ja bis fast zu unserem Tod, formbar ist. Das heißt also, genau wie ich meine Muskeln im Studio trainieren kann, ein Leben lang, kann ich mein Gehirn trainieren ein Leben lang. Beim Gehirntraining ersetze ich die Gewichte und die Handeln einfach durch die Gedanken, denn unsere Gedanken sind die Essenz von allen Resultaten in unserem Leben. Und als ich in der Neurowissenschaft gelernt habe damals, was überhaupt in uns drin passiert, wenn wir einen Gedanken fassen, habe ich auch verstanden, warum das so ist. Ein Gedanke bedeutet, dass augenblicklich ganz viele Hormone in unserem Körper freigesetzt werden. Diese Hormone führen dazu, dass sich Emotionen und Gefühle bilden. Und diese Emotionen und Gefühle führen dazu, dass wir gewisse Dinge tun in unserem Leben oder eben nicht tun. Und aus diesem Tun oder Nicht-Tun entstehen dann die Resultate unseres Lebens. Je nachdem, wie die ausfallen, beeinflussen die wiederum unsere nächsten Gedanken. Das ist der Kreislauf. Dieser Kreislauf, zugegeben, funktioniert im Positiven wie im Negativen. Habe ich in meinem früheren Leben ganz besonders mit dem negativen Kreislauf sehr gut ausgekannt. Wenn ich wieder meine Niederlage eingefahren hatte, habe ich versucht, das auf die Umstände zu schieben oder auf andere Menschen, die Schuld sein sollten. Aber egal, was ich getan habe, selbst wenn ich versucht habe, das zu verdrängen, Sie kennen das vielleicht auch, die negativen Gefühle in dir drin, die bleiben. Das nagt und das drückt schwer. Und die Stimmen in dir, die sagen, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug. Du hast es nicht drauf, werden immer lauter und erzählen dir deine Geschichte zu deinem Leben, bis diese Geschichte eines Tages meine Realität wurde. Und ich fand mich wieder alleine, einsam, völlig erfolglos, mit 45 Kilo Übergewicht in einer stinkenden, müffelnden Dachwohnung in Basel. Sehr kleine Wohnung. Ich hatte damals nicht verstanden, welchen gewaltigen Einfluss unsere Gedanken, damit unsere Geschichte, die wir uns erzählen, auf die Resultate in unserem Leben haben. Heute weiß ich, dass ganz besonders der Umgang mit Niederlagen wichtig ist für uns, wie wir damit umgehen. Weil ich meine, kennen Sie jemanden, der damit unglaublich erfolgreich wurde, indem er immer alles auf die Umstände geschoben hat, alle Schuld von sich gewiesen hat und die Schuld immer nur bei den anderen gesucht hat? Kennen Sie jemanden, der damit erfolgreich wurde? Okay, gut, wenn der ein oder andere jetzt vielleicht einen Politiker im Kopf hat, dann kann ich das verstehen, ja? Aber darum geht es jetzt nicht.
möchte Ihnen was ganz anderes erzählen. Und zwar, heute bin ich in der glücklichen Lage, dass ich einige sehr erfolgreiche Menschen zu meinen sehr guten und lieben Freunden zählen darf. Und von diesen Menschen habe ich etwas ganz Wichtiges gelernt, das für mich in meinem Leben eine Art Gamechanger war. Und das möchte ich Ihnen auch erzählen. Diese Menschen haben ein ganz anderes Verhältnis dazu, wie sie mit Niederlagen und Misserfolgen umgehen. Sie sehen das nicht als Versagen. Sie sehen das als einen Versuch. Sie sehen das als einen natürlichen Bestandteil des Erfolges. Und ich meine, sachlich oder nüchtern betrachtet, was ist ein Versuch? Ein Versuch ist ein Versuch. Der kann gelingen oder nicht. Ich glaube, keiner von Ihnen konnte klack beim ersten Versuch laufen, sprechen, eine Sprache lernen, Auto fahren, Fahrrad fahren. Es braucht ein paar Versuche, dabei scheitern wir. Aber ich hatte irgendwann verstanden, dass der Berg, auf dem erfolgreiche Menschen stehen und zu denen wir bewundernd hinaufschauen, zu 95% auf Misserfolgen und Niederlagen aufgebaut ist und nur die obersten kleinen 5% effektiv Erfolg sind. Hey, als ich das verstanden hatte, war das mein Express-Ticket raus aus der müffelnden Dachwohnung, hinein in ein neues Leben. Ich habe angefangen zu trainieren. Ich habe in einem Jahr 45 Kilo Übergewicht verloren. Und während ich trainierte wie ein Wahnsinniger und stärker wurde und ganz besonders, meine Damen und Herren, mir eine ganz andere Geschichte über mich selbst erzählt habe, haben sich meine beruflichen Resultate in einer Art und Weise verändert, wie ich es mir vorher nicht mal erträumt hätte. Ich habe noch in dieser müffelnden Dachwohnung in Basel mit einem Partner zusammen ein Unternehmen gegründet. 6 Jahre später haben wir dieses Unternehmen sehr erfolgreich an einen riesigen internationalen Konzern verkauft. Dank meinem anderen Denken, meiner neuen Geschichte, sind Glück und Erfolg in mein Leben eingezogen. Und wissen Sie was? Es kam sogar noch besser. Weil an dem Tag, als ich meine Frau geheiratet habe, hat sie aus meiner Existenz ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes Leben gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich weiß nicht genau, wo du sitzt. In den letzten Jahren durfte ich Menschen und Unternehmen immer wieder zeigen, was wir für faszinierende Dinge von der Neurowissenschaft lernen können. Dabei sind wir vor allem 2 Dinge hängen geblieben, die ich Ihnen auch noch gerne mitgeben möchte. Erstens, unsere Energie, unsere Schaffenskraft, wenn Sie so wollen, ist immer genau da, wo unsere Gedanken sind. Und zweitens, und das ist mir so unglaublich wichtig, die Natur eines Gedankens ist es, Wirklichkeit zu werden. Die Natur eines Gedankens ist es, Wirklichkeit zu werden. Und wenn wir das wissen, ist es dann nicht in unserem ureigenen Interesse, ja sogar unsere Pflicht, dass wir ganz genau darauf achten, welche Gedanken wir zulassen und welche nicht. Ich bin überzeugt, es ist unsere Pflicht. Sie erinnern sich, ich habe zu Beginn diese 42 Menschen erwählt, die reichsten Menschen der Welt. Einige davon kennen Sie bestimmt, zumindest im Namen nach. Ja? Jeff Bezos, Bill Gates, Ray Dalio, Elon Musk, wie sie alle heißen. Egal, was Sie glauben, was Sie von diesen Menschen wissen, gehen Sie doch bitte mal hin, beschäftigen Sie sich ein bisschen näher mit diesen Menschen. Und Sie werden herausfinden, diese Menschen sind nicht anders als Sie oder ich. Nichts an diesen Menschen ist anders. Überhaupt nichts. Außer der Art, wie diese Menschen denken und der Geschichte, die sie sich damit jeden Tag immer wieder über sich erzählen. Nur, meine Damen und Herren, das ist doch eine Eigenschaft, die wir alle uns aneignen können, oder? Ich habe zum Schluss noch eine Bitte an Sie. Überlegen Sie sich doch mal, wie lautet denn Ihre Geschichte, die Sie sich immer wieder über sich selbst erzählen? Und stimmt diese Geschichte mit Ihren Wünschen und Vorstellungen überein? Oder gibt es da vielleicht sogar eine andere Geschichte, die Sie sich gerne mal erzählen würden? Wenn das alles übereinstimmt, gratuliere ich Ihnen. Wenn nicht,
kein Problem. Sie haben jetzt etwas, wo sie ansetzen können damit. Und falls sie es trotz allem nicht schaffen sollten, auf die Liste der 42 reichsten Menschen der Welt zu kommen, macht nichts. Also A, ich bin da auch nicht drauf. Und B, glauben Sie mir, wenn Sie es schaffen, glücklich und zufrieden zu sein in Ihrem Leben, dann gehören Sie definitiv zu den reichsten Menschen auf der Welt. Und das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Simon Hofer!